Hallo und willkommen zu Mathematik. Heute die dritte Vorlesung und wir legen gleich los mit Trigonometrie. Also, bei Winkeln und Winkelfunktionen, da kommen immer viele griechische Buchstaben vor. Das kennt ihr, Alpha, Beta, Gamma und so weiter. Weil wir wahrscheinlich ab und zu auch noch mehr brauchen von denen, habe ich einfach mal die komplette Liste hier drauf. Dann könnt ihr immer nachschauen. Also wir werden auch ab und zu mal sowas wie ein Theta sehen, Lambda Mu kennt ihr ja, Rho. Und dann gibt es aber auch noch ein paar ausgefallene, das Chi, das Psi, das kleine Omega, ein Xi. Naja, hier könnt ihr auf jeden Fall nachschauen. Ja, im Prinzip, wenn es um Winkel geht, gibt es für uns zwei große Messsysteme, wie wir Winkel messen können. Also alles geht ja immer los bei der Horizontalen. Hier sind also 0 Grad oder einfach nur 0 im Bogenmaß. Also wir haben das Gradmaß. Das ist eigentlich so das, was man so üblicherweise kennt, wo ich sage, hier habe ich 90 Grad, rechter Winkel. Dann 180 Grad, das ist quasi einmal halb den Halbkreis rum und komplett Vollkreis sind natürlich 360 Grad. Das ist das Gradmaß. Und dann gibt es das Bogenmaß. Da geht es im Prinzip darum, wenn ich sage, ich habe ja hier einen Kreis und der hätte Radius 1, also der Radius, der ist 1. Dann geht es darum, wie lang ist diese grüne Linie? Und das kann ich als Maß für einen Winkel hernehmen. Also wenn ich einen 90-Grad-Winkel darstellen will, von hier bis hier, genau diese rote Linie bis oben, die hat die Länge Pi halbe, weil der Kreisumfang natürlich 2 Pi ist, ja, das ist ein Viertel. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und alle anderen Winkel auch in diesem Bogenmaß beschreiben. Und zum Beispiel die 30 Grad, die sind dann Pi Sechstel, 180 Grad sind genau Pi. Und ja, wenn ich einmal rum bin, kompletter Kreis sind dann 2 Pi. Also 2 Pi sind 360 Grad. Bedeutet jetzt, wenn ich umrechnen will von Grad in Bogenmaß, ich kann die Grad einfach durch 180 teilen und mal Pi nehmen. Dann würden aus 360 würden 2 Pi werden. Genauso umgekehrt, wenn ich Bogenmaß habe, 2 Pi geteilt durch Pi mal 180 ergibt wieder die 360. Probieren wir es einfach mal aus. Ist eigentlich relativ easy. Berechne ich doch mal bitte 225 Grad im Bogenmaß. Alles klar. 5 Pi Viertel sollten da rauskommen. Schauen wir noch mal kurz rauf. 225 Grad. Also wir sind hier da dazwischen. 225 sind ja 180 plus 45, also wir gehen hier so ein Winkelhalbierende, da ist 225 Grad, ja, das hier sind 45 Grad von dem entfernt, also müssen wir im Bogenmaß, haben wir hier Pi und dann nochmal, ja, das ist ein Viertel Pi, also 180 Grad sind Pi, 90 Grad sind Pi halbe, 45 Grad sind Pi Viertel. Also jetzt brauchen wir noch ein Viertel Pi hier drauf. Dann haben wir 5 Viertel Pi. Ja, 225 Grad. Ja, gut. Probieren wir nochmal eine. Was sind 7 Sechstel Pi im Gradmaß? Ganz genau, 210 Grad war ja, glaube ich, oben auch schon angegeben. Also wir sehen 7 Sechstel, das sind wir gerade wieder ein bisschen über die 180 Grad drüber und zwar genau ein Sechstel Pi.
Also 30 Grad drüber. Hier nochmal 30 Grad runter, dann sind wir bei 210 Grad. Gut, also mit Winkeln kein Problem. Können wir in beiden Systemen berechnen. Jetzt kommen wir zu den trigonometrischen Funktionen. Also im Prinzip alles, was mit Sinus, Cosinus, Tangens zu tun hat. Und dann gibt es ja noch Varianten davon. Ja, was ist die Idee davon? Also die Idee ist, nehmen wir mal den schiefen Turm von Pisa, der, wenn er umfällt, puff, auf die Seite, dann ist der 55 Meter lang, ja, vom Sockel bis oben zur Spitze. So, jetzt ist er zum Glück noch nicht umgefallen, sondern er steht noch. Aber er steht natürlich schief mit so einem 84-Grad-Winkel zur Senke, zur Horizontalen. Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, wenn der 55 Meter lang ist, aber er schief steht, wie hoch ist er? Na, wie weit geht es dann nach oben unter diesem Winkel? Und wie weit ragt er hier zur Seite? Ja, wie weit ist er zur Seite geneigt? Und genau diese Frage, die beantworten uns einfach die Winkelfunktionen Sinus und Cosinus. Also die Höhe, die beantwortet uns der Sinus. Ja, der Sinus hat immer was mit Höhe zu tun und der Cosinus was mit, sag ich mal, mit der Breite. Mal ganz salopp gesagt, ja, wir können da gleich auch noch dann so ein rechtwinkliges Dreieck identifizieren mit Ankathete und Gegenkathete. Aber das ist einfach mal, ja, genau, wir wollen einfach nur wissen, wie sieht es aus beim schiefen Turm von Pisa. So, jetzt machen wir es ein bisschen mathematischer. Schauen wir mal hier in den Einheitskreis rein. Das ist leider ein bisschen klein hier bei mir. Also ich habe Einheitskreis, ich suche mir einen Winkel. Hier, das ist hier mein Winkel x. Ja, den Winkel hier, den nenne ich x. Den rechnen wir üblicherweise im Bogenmaß. Also wir versuchen Gradzahlen zu vermeiden. Wir rechnen alles im Bogenmaß üblicherweise. Ja. Das ist jetzt ein bisschen so wie der beim schiefen Turm von Pisa, der Winkel zur Horizontalen. Und jetzt kann ich fragen, naja, unter diesem Winkel habe ich hier den Schnittpunkt P mit der Kreislinie hier außen. Und wie hoch ist der? Ja, wie hoch ist diese Höhe unter dem Winkel x? Und das ist einfach der Sinus von x. Ja, wenn das ein Einheitskreis ist. Also das hier muss ein Einheitskreis sein. Und dann habe ich noch die Breite. Wie weit ist dieser Punkt P hier zur Seite vom Mittelpunkt aus gesehen? Naja, das ist einfach der Cosinus x. Also Sinus die Höhe, Cosinus die Breite. Genau, und jetzt habe ich natürlich hier drinnen auch dieses schöne rechtwinklige Dreieck. Hier ist der rechte Winkel. Das blaue ist die Hypotenuse, ja, mit Länge 1. Und wenn der Winkel hier drinnen ist, da wo es grün gemalt ist, dann habe ich natürlich hier die Gegenkathete. Das ist der Sinus und der Cosinus ist die Ankathete. Das kennt ihr wahrscheinlich noch aus der Schule. Ja, das ist eigentlich auch schon fast alles gewesen, was es dazu zu sagen gibt. Also ich will nur unter bestimmten Winkeln Höhe und Breite von so einem Stab wissen. Und dann kann ich jetzt noch fragen, was ist das Verhältnis von Höhe zu Breite? Das ist der Tangens. Also ich teile Höhe durch Breite, Sinus durch Cosinus. Das ist dann auch sowas wie die Steigung.
Dann, ja, ich frage ja, wie, wenn ich hier eins nach rechts gehe, wie weit muss ich hier nach oben? Also in diesem Schema, grafisch, wenn wir hier diese Linie erweitern, finde ich den Tangens da, wenn ich bei der 1 hier drüben eine Linie nach oben mache und diesen Schnittpunkt hier markiere. Das hier, ups, das hier ist der Tangens von x. Und da sehen wir auch schon, bei kleinen Winkeln wird das sehr ähnlich zum Sinus sein. Ja klar, weil der Cosinus fast 1 ist, also ich teile Sinus durch was 1 ist. Bei großen Winkeln, ja, machen wir mal hier einen großen Winkel Richtung 90 Grad, da können wir jetzt schon ahnen, da wird der Tangens extrem groß werden. Und bei 90 Grad haben wir dann natürlich die Singularität, wo er nach unendlich divergiert. Ja, da bekommen wir gar keinen Schnittpunkt mehr mit dieser Linie x gleich 1. Ja, so im Einheitskreis ist das, denke ich, dann auch alles relativ anschaulich mit Höhe und Breite. Jetzt mache ich mal kurz hier ein bisschen Platz. Jetzt habe ich so viel hier reingemalt, aber ihr habt es ja auf dem Video drauf. Ich mache das mal wieder weg, damit ich noch ein paar andere Sachen erklären kann. Genau. Ja, was jetzt eigentlich nur noch fehlt, sind diese Symmetrien. Die sind nämlich auch extrem wichtig, mit denen werden wir auch arbeiten. Ja, der Sinus, man kann sich natürlich die Symmetrien anschauen an der Kurve, zu der kommen wir auch noch gleich, an der Funktion. Aber schön ist es auch hier am Kreis, also wenn das hier der Winkel x ist, ja, das ist der Winkel x, dann ja, habe ich hier nach unten habe ich den Winkel minus x. Okay, genau quasi gespiegelt nach unten. So, und was kann ich jetzt über den Sinus sagen? Also über die Höhe, wenn das der Sinus x ist. Naja, die Höhe vom ne genau negativen Winkel ist jetzt irgendwie logisch, dass das genau der negative Wert davon ist. Also Sinus. Oder nein, das ist jetzt nicht. Das ist der Sinus von minus x, aber wahrscheinlich schreiben wir es hin, schreiben wir es so hin. Genau. Sinus von minus x nach unten geht natürlich genauso weit nach unten, wie der Sinus x nach oben geht. Also Sinus x ist gleich minus Sinus x. Ja, die beiden sind logischerweise gleich. Was können wir über die Breite sagen? Der Cosinus, ja, der ist bei beiden identisch. Also dem Cosinus ist egal, ob ich vorwärts oder rückwärts laufe. Und ja, was wir jetzt noch machen können, wir können, ich glaube, das kann ich jetzt hier in OneNote nicht machen, nein, wir können das Ganze drehen. Ist das hier? Nee. Wir können mal den Gedanken einfach hier das ganze Bild um 90 Grad drehen. Wenn wir das machen, dann ist die blaue Achse, also die Breite, wird zur Höhe. Und die Höhe liegt jetzt hier drüben. Und dann sehen wir, dass der Cosinus zum Sinus geworden ist. Bedeutet also, wenn wir den Cosinus nehmen, dann ist das genau das gleiche wie der Sinus mit 90 Grad drauf gerechnet. Ja, macht irgendwie Sinn. Die Höhe und Breite, die sind natürlich, hängen davon ab, wo wir unsere Horizontale definieren. Gut, und dann gibt es noch ein paar weitere Formeln, sage ich mal, ein paar Identitäten, die
Genau, müsste nicht auswendig können, die kann man einfach in jeder Formelsammlung nachschauen. Die laufen unter dem Wort Additionstheoreme. Da gibt es das hier im Sinus von 2 mal x, lässt sich in so ein Produkt von Sinus Cosinus aufspalten. Sinus und Cosinus von einer Summe von Winkeln lässt sich so aufspalten. Da gibt es die wildesten Formeln, also wenn ihr eine große Formelsammlung habt, wie den Bronstein, da findet ihr extrem viele von diesen Dingen drinnen. Die braucht ihr alle nicht zu können, also ich klammer die hier mal ein. Wichtig ist mir nur, dass wenn ihr mal auf was stoßt, wo ihr nicht weiterkommt, ihr wisst, ah, ich kann mal in meiner Formelsammlung die Additionstheoreme nachschlagen. Genau, wir werden dann. Oder ihr werdet beim Klaus parallel mit den komplexen Zahlen auch lernen, Sinus Cosinus durch komplexe E-Funktionen zu ersetzen. Und dort lässt sich dann auch zum Teil schöner rechnen, dass wir sie gar nicht brauchen. Ja, gehen wir noch mal kurz eins weiter. Ja, wir werden natürlich mit Sinus Cosinus viel rechnen. Wir wollen meistens den Taschenrechner vermeiden, weil es dann, ja, man nicht besonders viel daraus lernen kann. Deswegen nehme ich meistens Winkel her, die irgendwie schöne Werte liefern. Also 0, 30, 45, 60 Grad sind so die üblichen Kandidaten. Also Pi Sechstel, Pi Viertel, Pi Drittel. Und wie es der Zufall so will, haben Sinus und Cosinus dort schöne Werte. Also der. Wenn ich hier einen 30-Grad-Winkel habe, Pi Sechstel, dann ist die Höhe, nochmal den Sinus, hier die Höhe, die ist da genau 0,5, 1,5. Und dementsprechend ist natürlich so, wenn wir bei 60 Grad sind, also Pi Drittel, sprich 30 Grad von der Senkrechten entfernt, dann ist dort natürlich der Kosinus genau 1,5. Macht irgendwie Sinn. Und jetzt muss natürlich nach Pythagoras, muss natürlich auch in diesem Dreieck ja, die Hypotenuse zum Quadrat, die ist ja immer 1 lang im Einheitskreis, muss ja auch noch den Cosinus zum, also die Breite zum Quadrat plus die Höhe zum Quadrat ergeben. Und jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, wenn der Sinus ein halbes zum Beispiel, dann bleibt für den Cosinus hier nur Wurzel 3 halbe übrig. Oder genau hier. Genau, so befüllt sich die Tabelle. Bei 45 Grad müssen natürlich Sinus und Cosinus gleich sein. Da sind die beide 1 durch Wurzel 2 oder Wurzel 2 halbe. Ja, im Prinzip drei Werte, 1,5, Wurzel 3 halbe und Wurzel 2 halbe. Diese drei Werte, die sind ganz praktisch, wenn man die auswendig weiß, die kommen die ganze Zeit vor. Ja, daraus lässt sich dann auch noch der Tangens bilden. Genau. Und mit der Wertetabelle kann ich im Prinzip alles machen, denn alles andere sind natürlich wieder nur Symmetrien. Also wenn ich jetzt hier diesen Winkel hier haben will, wo ich 30 Grad von der Senkrechten unten entfernt bin, dann ist es jetzt irgendwie klar aus den Symmetrien, der hat natürlich hier den Cosinus minus 1,5 und der Sinus, die Strecke, muss natürlich genau die negative sein von der hier. Also habe ich hier minus Wurzel 3 halbe. Also solche Dinge lassen sich dann überall auf den ganzen Kreis erweitern. Wir brauchen eigentlich keine größere Wertetabelle. Gut, mit der Tabelle können wir arbeiten. Idealerweise kennt ihr auch die Werte. So, jetzt schauen wir uns nochmal eine weitere Darstellungsform von Sinus und Cosinus an. Am Einheitskreis natürlich ist es recht schön und anschaulich, aber wir wollen oft auch die Funktion sehen.
Und jetzt ist es so, ihr kennt es, also wenn ich hier bei 0 Grad anfange, habe ich keine Höhe, aber maximale Breite von 1, ganz klar. Und dann laufe ich hier rauf, dann nimmt die Höhe zu, der Sinus, der wächst hier. Erstmal mit Steigung 1, ja, der wächst relativ schnell, dann wird er ein bisschen flacher und die Breite wird langsam geringer. Und ja, genau bei 90 Grad sind wir dann genauso, dass wir keine Breite mehr haben, maximale Höhe und dann genau geht es weiter mit der Symmetrie. Also diese Sinus- und Kosinuskurven, so wie wir sie kennen, hier sehen wir auch, wenn wir den Sinus verschieben, also die rote Kurve um Pi halbe nach links schieben, dann behalten wir genau den Kosinus. Also auch diese Identität sehen wir schön. Und wir können jetzt auch nochmal den Tangens einblenden. Ja genau, eins zeichne ich oben noch ein. Hier haben wir natürlich 2 Pi, also einen Vollkreis. Beide Funktionen sind 2 Pi periodisch. Wenn wir unten an den Tangens uns anschauen, der hier so mit Gelb so eingezeichnet ist, dann sehen wir, der geht hier oder der kommt hier aus dem Minus Unendlichen und läuft hier gegen das Unendliche. Also immer dann, wenn wir durch den Kosinus gleich 0 teilen wollen, haben wir hier unsere Singularität, wo dann nicht definiert ist. Also immer da, wo der Kosinus 0 wird. Und das passiert natürlich genau hier bei 90 Grad, also bei Pi halbe oder 3 halbe Pi oder Vielfachen davon natürlich. Und da haben wir dann diesen Wechsel. Genau der ist Pi periodisch, denn ich habe ja hier drüben, wenn ich mal einfach nur hier den gleichen Winkel gegenüber mache, also einfach hier einen Winkel von Pi weiterlaufe, dann habe ich hier zwar, wenn das der Sinus von dem Winkel hier ist, dann habe ich zwar hier den negativen Sinus, aber ich habe ja auch von dem Kosinus hier den negativen Kosinus. Also die beiden Minusse heben sich auf. Ich bekomme hier den gleichen Tangenswert. Also haben wir hier eine Periodizität von Pi. Gut, ich denke, soweit sollte alles klar sein. Ich glaube, nichts, was ich erzählt habe, habt ihr noch nicht gehört. Sollten eigentlich alles Wiederholungen aus der Schule sein. Jetzt machen wir noch ein paar Übungsaufgaben. Also, berechnet doch bitte mal den Sinus von 5 Pi Viertel. Genau. Minus Wurzel 2 halbe, also wir sind, und ich empfehle immer diesen Einheitskreis kurz zu malen, der bringt sehr viel Klarheit, dauert nur 3 Striche, 3 Sekunden. 5 Pi Viertel, also 4 Pi Viertel sind 180 Grad, dann noch ein Viertel weiter, also wir sind hier. Sinus ist die Höhe, wie hoch ist es? Na genau, das Negative von nur Pi Viertel. Also minus Wurzel 2 halbe. Ja, aus unserer kleinen Tabelle von vorhin. Hier wäre Pi Viertel. Wurzel 2 halbe ist hier die Höhe. Gut, wie schaut es aus mit dem hier? Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x. Ganz klar, haben alle gewusst. 1. Ja, also einfach egal, was x ist. Laut Pythagoras bekomme ich hier immer die Hypotenuse, also den Radius 1. Noch eine Aufgabe, Tangens Pi Viertel. Ganz genau. Auch hier kommt 1 raus. Also wir befinden uns hier 45 Grad Höhe. Bei 45 Grad ist ja immer so, ich habe hier 45 Grad und hier 45 Grad, genau die Winkelhalbierende. Also die Höhe muss genau der Breite sein,
Die sind genau gleich, Höhe geteilt durch Breite sind identisch, also ist das Verhältnis 1, Steigung 1. Gut, und hier noch ein letzter. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen rechnen. War auch eine Prüfungsaufgabe. Genau. Also, da kommt 0 raus. Prüfungsaufgabe vom Winter 2016. Wie komme ich drauf? Ja, hier brauche ich die Identitäten. Der Kosinus von minus x. Im Kosinus ist ja die Richtung egal, also ist das gleiche wie der Kosinus von plus x. Jetzt habe ich Kosinus x minus Kosinus x, also die beiden, Kosinus minus Kosinus ist 0. Jetzt muss man noch kurz schauen, was im Nenner passiert. Da könnte ja auch 0 stehen, dann müsste ich eine Limesbetrachtung machen. Aber hier steht der Sinus von minus x und da wissen wir, das ist der Minus Sinus von plus x. Also das Vorzeichen im Sinus kann ich im Prinzip rausschmuggeln. Dann bekomme ich mit dem Minus hier, Minus mal Minus ergibt Plus. Also bekomme ich sowas wie 0 durch 2 Sinus x. Und ja, das ist natürlich 0. Hervorragend. Gut, also soweit zu den Winkeln und wir sehen uns gleich wieder. Dann geht es mit den Gleichungen und Rechnungen weiter. Bis gleich.